Angebot für die Deutsche Wohnen AG vorgelegt. Diese Deutsche Wohnen AG ist die Nummer 2 im Markt und besitzt bundesweit knapp 150.000 Wohneinheiten, etwa 10.000 davon in Mitteldeutschland, und das schauen wir uns genauer an. Die meisten Immobilien besitzt die Deutsche Wohnen in den mitteldeutschen Landeshauptstädten. In Dresden sind es gut 2.700, in Magdeburg 2.400 und in Erfurt mehr als 600 Wohnungen. Die Vonovia ist besonders in Dresden breit aufgestellt mit 38.000 Wohnungen. Was bedeutet so eine Übernahme für die Mieter der Wohnung? Darüber werde ich mit Ulrich Ruppertz vom Deutschen Mieterbund sprechen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Ruppertz, die Deutsche Wohnen AG lehnt ja diese feindliche Übernahme ab, weil Mieten steigen könnten und weil Vonovia weniger Geld in die Modernisierung der Häuser stecken könnte. Teilen Sie solche Befürchtungen? Also zunächst einmal glaube ich, dass für die Mieter es relativ egal ist, ob sie bei der Deutschen Wohnen oder bei der Vonovia wohnen. Beides sind börsennotierte Unternehmen. Beide Unternehmen müssen die Mietverträge, die abgeschlossen sind, einhalten. Und beide Unternehmen müssen sich natürlich an die Mietgesetze halten. Es ist aber natürlich so, wenn Vonovia jetzt 14 Milliarden Euro ausgibt, dieses Geld muss ja wieder eingespielt werden. Und da gibt es in der Wohnungswirtschaft eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hole ich mehr raus, Klammer Mieterhöhungen, oder ich stecke weniger rein. Das sind dann im Regelfall Instandsetzungen und beides sind für Mieter negative Auswirkungen. Klartext, die Befürchtungen sind also nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die Befürchtungen sind nicht aus der Luft gegriffen. In vielen deutschen Großstädten Europas fehlt ja seit Jahren massiv Wohnraum. Wir berichten immer wieder darüber. Welche Effekte hat denn da so eine Firmenübernahme auf den Wohnungsmarkt? Keine, zumindest keine positiven. Und das ist das eigentliche Ärgernis. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld hier angefasst wird, 14 Milliarden Euro, und wenn man sich das Ergebnis anschaut, dass dadurch nicht eine neue Wohnung am Markt entsteht, dann kann man eigentlich nur tief verzweifelt sein. Man muss sich mal das zum Vergleich anschauen. Der Bund gibt insgesamt im Jahr 1 Milliarde Euro aus für den sozialen Wohnungsbau. Jetzt durch diesen Deal wird 14 Mal so viel ausgegeben und es entsteht nicht eine neue Wohnung. Das ist deprimierend. Was denken Sie, werden wir mehr solche Fusionen auf dem Wohnungsmarkt erleben mit ähnlichen Effekten, wie Sie sie beschreiben? Also zumindest Vonovia hat angekündigt, dass sie weiter expandieren wollen. Es bleibt abzuwarten, wenn der Deal mit Deutsche Wohnen gelingt, wenn also der größte deutsche Vermieter den zweitgrößten deutschen Vermieter geschluckt hat, ob dann erstmal Ruhe an der Front ist. Wenn nicht, wird sicherlich der Wettlauf zwischen den großen Vermietern in Deutschland weitergehen. Beide werden weiter Wohnungen aufkaufen wollen. Einschätzung von Ulrich Ruppertz vom Deutschen Mieterbund. Herzlichen Dank. Gerne. Der Arbeitsmarkt sei gut gerüstet für die kommenden Jahre, wenn zu erwarten ist, dass sich zahlreiche anerkannte Flüchtlinge arbeitslos melden. So hat das der Chef der Bundesagentur heute erklärt. Die Arbeitslosenzahl im November, die war im Bundesdurchschnitt auf einem historischen Tief. Aber die positiven Effekte zum Ende dieses Herbstes, die sind regional unterschiedlich verteilt. In Mitteldeutschland können nicht alle Länder von der positiven Stimmung auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Entgegen dem Bundestrend stieg die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt wieder leicht an. Rund 111.100 Menschen waren hier arbeitslos gemeldet. Das sind rund 200 mehr als im Oktober. Die Quote stieg auf 9,6%. Thüringen und Sachsen melden jeweils ein Rekordtief bei den Arbeitslosenzahlen. In Sachsen waren rund 158.500 Menschen ohne Job, 850 weniger als im Oktober. Die Quote blieb unverändert bei 7,5%. In Thüringen wurden rund 77.200 Arbeitssuchende registriert, im Vergleich zum Vormonat 1.100 weniger. Die Quote sank auf 6,7% und ist damit die niedrigste seit 1991. Thüringen also mit der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 1991. Das klingt nach einer kleinen Sensation. Und selbst wenn man die Rechnung anders aufmacht und die politisch eher unbeliebte Unterbeschäftigtenstatistik betrachtet, ändert das nichts am Trend. Zu den Unterbeschäftigten, was für ein amtsdeutsches Wort, zählen auch Arbeitslose in Bildungsmaßnahmen oder Krankgemeldete. Und deren Zahl ist auch stark rückläufig. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Wir haben das in der Region Sonneberg erkundet, die innerhalb Thüringens nochmal hervorsticht.
Er hat den Neustart gewagt. Ein Brandenburger in Südthüringen. Marcel Schetz arbeitet seit einem Jahr in Sonneberg. Bei der Firma Sonnplast setzt er Autoteile zusammen. Der 28-Jährige aus Frankfurt an der Oder wollte sich verändern. Ich war vorher auf dem Bau und da war man halt immer im Winter immer zu Hause. Das wollte ich halt einfach nicht mehr. Ich wollte durchgehend ein ganzes Jahr lang Arbeit haben. Ihm kam zugute, dass die Firma in Südthüringen dringend Mitarbeiter gesucht hat. Jörg Dennochweiler ist deshalb durchs Land gezogen, hat das Unternehmen bei verschiedenen Arbeitsagenturen vorgestellt, im Ruhrgebiet, Berlin, Frankfurt oder eben, um neue Mitarbeiter zu finden. Jede Firma möchte sich weiterentwickeln, jede Firma möchte die Aufträge halten, auch was wir in der Region tun. Dazu braucht man Menschen. Wenn ich keine Menschen mehr vor Ort finde, muss ich nach außen gehen. In ganz Südthüringen sind kaum noch Arbeitskräfte zu finden. Die Kehrseite einer eigentlich positiven Entwicklung. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,9% auf einem historischen Tiefstand. Die Region hat einen starken Mittelstand. Ist inzwischen auch für die Arbeitnehmer interessant, die vor ein paar Jahren noch im benachbarten Bayern gearbeitet haben. Allein hier im Landkreis Sonneberg haben wir innerhalb von 4 Jahren 1.000 mehr Einpendler aus anderen Regionen, eben auch aus Coburg, Kronach und den westlichen Landkreisen, währenddessen die Zahl der Auspendler im gleichen Zeitraum lediglich um 200 sogar zurückging. Doch dafür müssen die Arbeitgeber einiges tun, auch das Glaswerk Ernsthal. Der Nachwuchs ist ein heißes Thema dort. Um junge Leute zu bekommen und zu halten, gibt es für Azubis eine Übernahmegarantie und Auslandspraktika. Und auch die Mitarbeiterlöhne würden über Tarif liegen, wenn auch noch nicht auf bayerischem Niveau. Wir versuchen schon attraktiv, was das Finanzielle betrifft, zu sein. Aber auch wichtig für die Leute, die hier eben entsprechend ihre Zukunft suchen wollen, dass wir eben auch mit Wohnraumsuche zum Beispiel unterstützen. Auch Marcel Schetz wurde von seiner Firma bei der Wohnungssuche unterstützt, damit er wirklich nach Sonneberg zieht, der Brandenburger, dessen Neustart in Südthüringen für ihn und für seine Firma gelungen ist. Die Bundesregierung hat den Bundeswehreinsatz in Syrien beschlossen. Bis zu 1200 Soldaten sollen entsandt werden. Ihr Auftrag ist es, den Kampf gegen die Terrorgruppe IS abzusichern und zu unterstützen. Dafür sollen Aufklärungstornados, ein Tankflugzeug, eine Fregatte bereitgestellt werden. Kampfeinsätze sind nicht vorgesehen. Die Mission wird zunächst auf 1 Jahr befristet. Der Bundestag soll am Freitag über das Mandat abstimmen.